Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde. Und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4, dem DLC im Tal der Yetis. Wir sind hier jetzt gerade in der Höhle von diesen, ja, von dieser Sekte oder was auch immer das sein mag. Was? Was? Ja, ich bin der Onkel. Willkommen zurück zu Far Cry 4. das war... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Ich glaube eher, dass man uns hier nicht wirklich bemerken darf. Oh, jetzt sind unsere Waffen weg. So ein Scheiß. Na super. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Hier saßen normalerweise die Geisel, aber die kann man nicht mehr befreien. Ich weiß gerade nicht genau, was ich davon halten soll. Einfach den Typ getötet. Das kann natürlich auch der Grund sein, warum den wir gerettet haben, wir nicht retten konnten. Na, schöne Scheiße. Nun gut. Wollen sie eine Kacke, dann kriegen sie so eine Kacke. Wo ist dieses... da. Reicht ohne Alarm aus? Aha. Diese
Okay, ohne den Alarm auszulösen. Nein! Ach, das kann doch nicht wahr sein. Mann! Ja super, ich hatte vor uns im letzten Part so viele Geiseln gerettet durch den Kack jetzt. Ja, sicher, sicher. Mach mich los, bitte. Ich flehe dich an. Sicher, sicher, Ted. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich glaube, ich hätte nicht mehr lange durchgehalten. Die Bastarde haben mich gezwungen, Bomben für sie zu bauen. Wir müssen hier raus, bevor noch mehr von denen kommen. Schickt sofort jemanden runter ins Gefängnis. Irgendwas stimmt da nicht. Im Gefängnis antwortet keiner. Schickt ein paar Männer hin, die sollen nachsehen. Ich warte hier, bis du die Bastarde ausgeschaltet hast. Zap, zap. Alter, wie ich hier verzerr. Töte sie, dann komme ich nach. Meine Fresse. Ach, keine Muni mehr. Ja, sicher das. Muss ich auch erstmal schauen, dass ich rausfinde. Haha. Mann, ey. So kann das ja nicht werden. Dieser Idiot mich über den Haufen. Oh, hab ich hier nur wieder voll Schuss? Was ist denn das für eine Kacke? Thank you.
So, jetzt haben wir auch die Waffe wieder. Die ich eigentlich vorhin schon mal geholt hatte. Haben wir das wieder, was ich eigentlich vorhin schon geholt hatte. Oder gestern schon geholt. Ah, da ist er noch. Schön. Nicht an der Scheiß. Ah, das ist aber die Elefantenbüchse. Da bin ich ziemlich schwierig drüber. Die werde ich auch bis auf weiteres behalten. Ist doch. Ach ja. So, und dann müssen wir auch schon wieder die nächste Nacht überleben. Und dann. Upsala. Ja, geht's auch schon wieder weiter. Und dann kommt noch ein, also es kommt noch eine Mission, eine Nacht, eine Mission. Und dann haben wir diesen coolen DLC weg. Ich finde nicht gut, gut gelungen, muss ich sagen. Hat einen schönen Umfang, der DLC. Das DLC. Kann man eigentlich nicht mehr machen. Vielen Dank. Du hast mich gerettet. Kein Ding. Naja, wie auch immer. Mein Name ist Dick Vijay. Ich werde das nie wieder gut machen können, aber wenn ich dir helfen kann, sag einfach Bescheid, okay? Okay, Dick Vijay, mach ich. Das Einzige, was mich an dem DLC stört, das habe ich auch schon in den letzten Parts gesagt, ist, dass die Yetis kein Mysterium bleiben. Und vielleicht ein Imber-Yeti auf mich zukommt und mich killen will. Sondern, dass man die jetzt eigentlich... Ja, eigentlich überall antrifft, wenn man sucht. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Ja. Und nachts sind sie auch nicht gerade unbedingt inaktiv. Also diese Nachtmission. So, renne hier. Schauen wir nochmal hier. Boah, haben wir dafür freigeschalten. Verkaufen. Körperpanzer ist auch da. Ach, fuck. Nochmal. Seitenwaffen, ja, da haben wir jetzt neue freigeschalten, aber die brauchen wir jetzt nicht. Können wir uns aber wenigstens kaufen. Weil was wir haben, haben wir. Nicht. So. Hier haben wir die Beisen. Haben wir genug Knete. Nur die Spaß.
Die A52. Ja, er hat 1 Million K gehabt. Kyrat Klunger. Was ist denn das? Präzisionsgewehr. Klingt natürlich sehr gut. Nehmen wir die noch. Dann haben wir hier noch eine MG 42. Die Hitler-Säge, wie ich dort gelesen habe. Dann haben wir hier natürlich eine RPG. Dann haben wir hier noch einen Flammenwerfer, den ich mir leider nicht mehr leisten kann. Das gibt's ja nicht. Das ist sogar mal Geld, alle. Das ist ja der Knaller. Also damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Und ja, würde ich sagen, machen wir heute einen längeren Part. Machen die Nacht noch. Jo. Würde ich behaupten. Der Ungläubige darf diese Nacht nicht überleben. Die vierte Nacht. Wir hören und gehorchen. Wird das Fall? Das Ritual muss fortgesetzt werden. Okay. Wir greifen die Station von Westen aus an. Wir nähern uns jetzt der Relaisstation, Meister. Gut. Entfernt diesen Schandfleck aus dem Tal. So will es der Fürst des Todes. Jetzt stirbst du, Eindringling. Umarme die Dunkelheit, Ketzer. Der Waldbrand. Schickt die Angreifer! Passt auf die Minen auf! Na, das ist meine eigene. Rein mit den Angreifern! Passt auf die Minen auf! Los, durchbrecht die Barrikaden! Das. Sicher, die Flammensucher rein! Steck die schweren Jungs rein! Passt auf ihre Abwehr auf! Ja. Haltet ihn auf! Ja. So. Rein mit den Berserkern! Und schön. Das war. Alter. Ist gerade ziemlich heftig. Lalalalala. Wow. Wir greifen die Station von Norden aus an. Oh, war jetzt Norden, verdammt. Na komm doch. Wir greifen die Station von Süden aus an.
Wir haben die Barrikaden im Norden durchbrochen. Mhm, habt ihr wohl. Bring die Sprengladung an. Meine Fresse. Ei. Wir müssen aufpassen, dass hier nicht wieder Yeti kommt. Wow. Meine Fresse. Okay. Wir greifen die Station von Norden aus an. Ich vergesse mal, wo Norden, Süden, Osten, Westen ist, ja. Ach ja, haben sie ja durchbrochen. Komm schon. Passt auf diese Minen auf! Ja. Nein. Geh hoch, du verkauftes Scheißding. Okay, erst da. Er kommt einfach rein. Ja, klar. Hippa, Anderle. Ja. Kling. Zack, zack, klang. Wah. So. Vierte Nacht beendet, liebe Freunde. War doch etwas kurioser. Und ja, da würde ich sagen, beenden wir diesen Part für heute. Boah. Und gehen dann morgen wieder auf normale Munition. Was? Auf normale Mission. Und ja, vorletzte Mission. Bald ist es soweit, liebe Freunde. Fertigkeiten, noch irgendwas auswählen hier, was wir nicht brauchen, was wir brauchen, was wir nicht, haben wir gar nichts mehr. Guck mal, drei. Zack. Und ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.